Hercule Poirot. Hercule Poirot saß auf einem modernen, quadratischen Lehnstuhl in seinem Salon. Und ihm gegenüber nippte Dr. Burton, ein alter Freund, an einem bemerkenswerten Chateau Mouton Rothschild. Aber warum um alles in der Welt Hercule? Ist Ihr Vater darauf verfallen? Hat sich Ihre Mutter in diesen Namen vernarrt? Oder handelt es sich um eine Tradition Ihrer belgischen Heimat? Wenn ich Sie richtig verstehe, mein lieber Doktor, so wollen Sie mit dieser Frage andeuten, dass ich in meiner äußeren Erscheinung dem sagenhaften Herkules nicht unbedingt ähnlich bin. Dr. Burtons Augen schweiften über Hercule Poirot, über seine adrette kleine Gestalt in gestreiften Hosen, korrektem schwarzen Jackett und Schmuckerschleife. Obwohl, vielleicht ahnten Ihre Eltern ja, dass die Leistungsfähigkeiten Ihrer kleinen grauen Zellen Sie einmal zu dem berühmtesten Detektiv